Mit zunehmendem Ausbau der Mauer. Ich spreche immer von vier Mauergenerationen, die es gab. Das heißt, der Friedhof wurde sukzessive platt gemacht. Sprich, die Mauer wurde immer weiter vervollständigt. Und letzten Endes ging sie fast bis hier an das Grab von Kessel, an den Hauptweg, an das Wegekreuz. Und im Zuge dessen wurden immer, wenn man der Meinung war, die Gräber sind hinderlich für Schuss oder Sichtfeld, wurden die Gräber abgeräumt, beiseite geschafft. Eine Systematik für das Abräumen des Friedhofs gab es nicht. Ich habe das mal nachvollzogen von ehemaligen DDR-Grenzoffizieren, die hier gedient haben. Aber wie gesagt, es sind, sagen wir, knapp 95 Tonnen an Grabsteinen, Grabplatten etc. hier von dem Friedhof abgeräumt wurden. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, was man also nicht so schnell wegschaffen konnte, wurde hinten in einer Ecke gestapelt. Die Ecke ist jetzt fast leer. Wir sagen immer dazu Klamottenecke. Und ja, und wie gesagt, das ist in etappenweise ist der Friedhof beräumt worden.